Ding so weitermachen müssen. Das ist der Generalsekretär. Okay. Ja, das ist okay. Wir gehen uns dazu. Alle guten Dinge sind frei. Genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Das wäre jetzt nicht ganz so perfekt, aber es ist toll. Wir sind sehr zufrieden. Wir konnten draußen sitzen. Ja, das war sehr schön. Wir können durch die andere Tür. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrter Herr Grossratspräsident, sehr geehrter Herr Erziehungsdirektor, sehr geehrter Herr Ständerat, sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrte Grossräte und Grossrätinnen, sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, liebe Studierende und Studenten, liebe Freundinnen und Freunde der Universität, verehrte Gäste. Es ist mir eine große Freude, Sie alle an der Universität Bern zur heutigen Feier begrüßen zu dürfen. Im Mittelpunkt dieses feierlichen Anlasses steht die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Bern an Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Die heutige Feier hat eine Vorgeschichte. Dazu ein paar einleitende Worte. Im Jahr 2009 feierte die Universität Bern ihren 175. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums beschloss die Universitätsleitung unter meinem Vorgänger Rektor Urs Würgler zusammen mit dem Senat erstmals eine Ehrendoktorwürde im Namen der Gesamtuniversität zu verleihen. Diese außerordentliche Würdigung ist für Persönlichkeiten vorbehalten, die sich durch ihre Tätigkeit über die Universität hinaus Verdienste erworben haben. Diese Verdienste sollen einen klaren Bezug haben zur wissenschaftlichen Schulung und zu den Schwerpunkten der Universität Bern. Es ist Ihnen, liebe Anwesende, wohl nicht entgangen, dass eine gewisse Zeit vergangen ist. Seit der Bekanntgabe der Ehrung im Jahre 2009 und der heutigen feierlichen Überreichung. Es liegt in der Sache, dass die Übergabe hier in Bern im Rahmen eines politischen Besuches stattfinden sollte. Das hat nun allerdings ein bisschen gedauert. Diese Verzögerung hat aber auch ihre guten Seiten. Zum einen haben die vergangenen Jahre eindrücklich bestätigt, dass der Entscheid der Universität Bern auch aus heutiger Sicht mehr als gerechtfertigt war. Zum anderen kamen
Zum anderen kamen die Umstände der lokalen Berner Volksseele entgegen. Gilt diese doch als sehr gemütlich und jeglicher Eile abgeneigt. Der zeitliche Rahmen erlaubt es nicht, die Biografie von Frau Bundeskanzlerin im Detail durchzugehen. Ich möchte indessen einige wenige Meilensteine aus ihrem Leben kurz erwähnen. Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Sie studierte an der Universität Leipzig Physik und promovierte 1986 an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Bereits vor der Wende engagierte sie sich politisch und stieg nach dem Fall der Mauer rasch zur Umweltministerin unter damaligen Bundeskanzler Kohl auf. Im Jahre 2005 wurde sie zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt und führt gegenwärtig die Regierung in ihrer dritten Amtsperiode. Schon früh in ihrer Karriere machte sie sich für Anliegen des Klimaschutzes stark. Eine Zeit, als damals dies noch keine Selbstverständlichkeit war. Ein Engagement, welches sie im Übrigen mit der Universität Bern teilt. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein paar wenige Worte zu unserer Universität. Wir sind die drittgrößte Universität der Schweiz, angesiedelt in der Bundeshauptstadt und getragen vom Kanton Bern. Wir bilden 17.000 Studierende in 8 Fakultäten und 160 Instituten aus. Auf dem Fundament der Volluniversität entwickelt die Universität Kompetenzzentren, welche sich in folgenden Themen engagieren: Nachhaltigkeit, Gesundheit und Medizin, Materie und Universum, das tönt vielleicht für eine Physikerin bekannt, interkulturelles Wissen sowie Politik und Verwaltung. Es ist mir klar, dass ich gegen jegliche Regeln des Protokolls verstoßen würde, wenn ich hier auf unsere Sorgen bezüglich der Beziehung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu sprechen käme. Und so werde ich natürlich darauf verzichten, zu betonen, wie wichtig für die Wissenschaft hier Lösungen zu finden sind. Es ist mir nun eine große Ehre, die Laudatio zu verlesen. Darf ich Sie bitten? Ist gut? Die Laudatio lautet: Die Universität Bern verleiht die Ehrendoktorwürde an Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Ausbildung Situationen sorgfältig analysiert und politische Handlungsoptionen darauf abstützt, die sich als Politikerin in verschiedensten Funktionen konsequent für das öffentliche Wohl verwendet hat und eine Politik des Dialogs verfolgt, die sich nachhaltig für die Belange der natürlichen Umwelt einsetzt, die sich mit großem Einsatz für das Gelingen und das Fortschreiten des europäischen Integrationsprozesses engagiert, die den Menschenrechten nachdrücklich Achtung verschafft, die den jüdisch-christlichen Dialog immer gepflegt hat und antisemitischen Tendenzen resolut entgegentritt und die nicht zuletzt sich engagiert für die Anliegen und die Chancengleichheit der Frauen verwendet. Und jetzt ist es mir eine große Ehre und Freude, Ihnen diese Urkunde Ihres Ehrendoktorats zu übergeben.
geben. Dankeschön. Herzliche Gratulationen. Ich bin abgestellt. Ich darf Sie nun bitten, uns Ihre Rede zu halten. Ja. Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, liebe Frau Samaruga, Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor Teuber, sehr geehrte Damen und Herren Professoren, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität, liebe Studierende, werte Gäste. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den wundervollen Empfang, die freundlichen Worte und die hohe Auszeichnung, die Sie mir zuteil werden lassen. Natürlich fühle ich mich durch diese Auszeichnung Ihrer Universität fortan besonders verbunden und das freut mich sehr. Und im Deutschen sagt man, gut Ding will Weile haben und das haben wir hier einmal praktisch exerziert, aber ich bin heute hier. Albert Einstein hat einmal gesagt, ich zitiere ihn, das Streben nach Wahrheit und Erkenntnis gehört zum Schönsten dessen, der Mensch fähig ist, Zitat Ende. Und dass ich diesen großen Naturwissenschaftler hier zu Wort kommen lasse, hat natürlich seinen guten Grund, denn er wirkte sowohl in Berlin als auch in Bern. An ihrer Universität hat sich Albert Einstein vor über 100 Jahren habilitiert. Er gehört zu den ruhmreichen Forscherinnen und Forschern, deren Namen für die erstklassige akademische Tradition ihrer Hochschule steht. Die Universität Bern ist zu Recht stolz darauf, so wie sie auch auf ihre aktuelle Arbeit zu Recht stolz sein kann, denn ihre Fakultäten liefern allesamt wichtige Impulse für die Wissenschaft. Gute Forschung, das wissen wir heute, jedenfalls gute Forschung in unseren Zeiten im 21. Jahrhundert, hängt maßgeblich von guter Zusammenarbeit ab. Und deshalb erinnere ich mich auch gerne an meinen Besuch des Europäischen Zentrums für Teilchenphysik, CERN, in Genf. Damals konnte ich den Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider besichtigen, an dem auch Wissenschaftler der Universität Bern forschen. Und ich habe damals mit den jungen Talenten aus Deutschland gesprochen und sie waren so unglaublich begeistert vom CERN. Und das ist ein Beispiel für die länderübergreifende Forschungskooperationen, auf die wir heute so angewiesen sind. Die akademischen Kontakte zwischen Deutschland und der Schweiz sind ausgesprochen eng. Es bestehen, man kann das wirklich sagen, unzählige Kooperationen. Unter den ausländischen Studierenden in der Schweiz bilden die Deutschen die größte Gruppe. Und umgekehrt gibt es pro Jahr auch rund 3000 junge Schweizerinnen und Schweizer an deutschen Hochschulen. Auch darauf sind wir sehr stolz. Der lebendige Austausch in der Wissenschaft ist im Grunde nur ein Spiegel unserer engen partnerschaftlichen Beziehungen auf wirtschaftlicher, aber auch auf menschlicher Ebene. Deutschland steht bei den Schweizern an erster Stelle bei den Reisezielen im Ausland und umgekehrt besuchen auch viele Deutsche die Schweiz. Es waren 2014 immerhin rund 1,7 Millionen Menschen und das mit guten Gründen. Es gilt, Orte wie die wunderschöne Altstadt von Bern zu entdecken. Das habe ich heute zum ersten Mal getan, wenigstens ansatzweise, dank der Bundespräsidentin. Und sie gehört, das merkt man auf den ersten Blick, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es gibt die atemberaubende Schönheit der Natur zu erleben, das prächtige Bergpanorama, von dem ich im Engadin auch des Häufigeren profitiere und mich wieder rekreiere für meine weitere Arbeit. Und es gilt auch immer wieder, die Herzlichkeit der Schweizer in all ihren Sprachen zu erfahren. Die politischen Kontakte, und ich glaube, ich darf sagen, das haben wir heute wieder unter Beweis gestellt, sind von freundschaftlicher Verbundenheit geprägt. Wir haben heute von geschwisterlicher bzw. schwesterlicher Verbundenheit gesprochen, was ja auch nicht aller Tage vorkommt. Und deshalb wollen wir das Jahr nutzen, in dem das möglich ist. Die Ehrendoktorwürde Ihrer Universität verstehe ich genauso als Ausdruck der guten Beziehungen unserer beiden Staaten
Und ich freue mich deshalb auch im Namen unserer beiden Länder für diese hohe Wertschätzung. Deutschland konnte vor 25 Jahren in Frieden und Freiheit wiedervereinigt werden. Und das bleibt für mich, nach auch herauszulesen aus meiner Biografie, natürlich ein einzigartiges Geschenk der Geschichte, dass unser Land 1990 die Teilung überwinden konnte, dass der europäische Einigungsprozess einen Quantensprung erfuhr und mit ihm beste Voraussetzungen für Frieden, Freiheit und Wohlstand entstanden sind. Unter dem Eindruck des damaligen Geschehens sprachen einige sogar vom Ende der Geschichte. Man dachte, dass sich alle Gesellschaften Schritt für Schritt in liberale, rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Ordnungen verwandeln werden. Diese These erschien damals etlichen ziemlich plausibel. Aber die Wirklichkeit und das, was wir heute erleben, hat diese Vorstellung längst überholt. 2015 ist deshalb neben einem Jahr der Erinnerungen auch ein Jahr der großen Herausforderungen. Denken wir nur an das russische Vorgehen auf der Krim und im Osten der Ukraine. Wir können und werden nicht akzeptieren, dass das Recht des Stärkeren sich als Ordnungsprinzip über die Stärke des Rechts stellt. Und wir haben heute beim Mittagessen sehr intensiv darüber gesprochen, und es ist einer der Felder, in denen Deutschland und die Schweiz natürlich die gemeinsamen Positionen teilen. Die Minsker Vereinbarungen haben die Gewalt in der Ostukraine eingedämmt, aber der Waffenstillstand bleibt brüchig. Wir brauchen dringend weitere Fortschritte, und die vollständige Souveränität der Ukraine muss geachtet werden. Liebe Frau Sommaruga, Ihnen sowie der gesamten Schweizer Bundesregierung danke ich für Ihre unverzichtbare Arbeit im Rahmen der OSZE. Unter dem Vorsitz Ihres Landes konnte die Organisation im vergangenen Jahr durch kluge Diplomatie wichtige Pflöcke einschlagen. Auch den Beitrag der Schweiz zur laufenden OSZE-Mission möchte ich hier noch einmal hervorheben. Vereinte diplomatische Kräfte sind unser bestes Mittel, um Konflikte zu befrieden. Und gerade Genf als Sitz vieler internationaler Organisationen ist ja immer wieder Schauplatz wichtiger Verhandlungen. Wir haben das an den Iran-Verhandlungen ja auch gesehen. Derzeit schauen wir besonders auf die Gespräche, die der UN-Sondergesandte Bernardino León zur Zukunft Libyens führt. Wir hoffen sehr, dass es ihm gelingt, die verschiedensten Kraftzentren des Landes in einer nationalen Einheitsregierung zusammenzuführen. In Libyen, wie auch in Syrien und im Irak, zeigt sich die gefährliche Strategie der Terrorgruppe IS. Sie macht sich das Machtvakuum, was wir dort vorfinden, zunutze, das eine geschwächte Zentralregierung hinterlassen hat, sowohl in Syrien als auch im Irak. Und IS verbreiten Schrecken, Hass und Gewalt. Unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Allianz gegen den islamischen Terrorismus gebildet. Angesichts der zugespitzten Lage ist es wichtig und richtig, dass wir den Terroristen robust gegenübertreten. Terrorismus, Bürgerkrieg und der Mangel an gerechter, effektiver Staatsgewalt sind eine Geißel für Millionen von Menschen in der Region. Zugleich haben sie eben auch ganz direkte Konsequenzen und Folgen für uns. Einerseits geraten wir selbst ins Fadenkreuz von Terroristen. Ich erinnere hier an die abscheulichen Anschläge zu Beginn des Jahres auf die Redaktion des Satireblatts Charlie Hebdo, auf einen Supermarkt in Paris, auf eine Kulturveranstaltung und die Synagoge in Kopenhagen. Immer wieder erreichen uns Nachrichten von vereitelten Attentaten. Und wir erleben zum anderen eine große Zahl an Flüchtlingen. So viele Menschen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr verlassen aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat. Deutschland nimmt innerhalb der EU die meisten Flüchtlinge auf. Wir sind allerdings auch ein großes Land. Dieses Jahr rechnen wir mit voraussichtlich bis zu 800.000 Menschen. Und wir werden diese Herausforderung meistern. Aber wir brauchen auf europäischer Ebene mehr Solidarität. Und für mich war es heute eine sehr wichtige Erfahrung in unseren Gesprächen, dass wir uns über unsere gemeinsamen Wertvorstellungen völlig einig sind, dass wir uns dem Recht auf Asyl und der Genfer Flüchtlingskonvention gemeinsam verpflichtet fühlen und dass wir faire und gerechte Verteilung von denen brauchen innerhalb der Europäischen Union, die zu uns flüchten und die des Schutzes bedürfen. Wir brauchen eine wirkliche, praktische gemeinsame europäische Asylpolitik
und einheitliche Standards für die Aufnahme von Asylverfahren. Und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, was auch die Europäische Union hier von der Schweiz und dafür lernen kann, wo wir uns austauschen können. Und ich glaube, dass es gerade auch bei der Frage des Umgangs mit denen, die keinen Schutz haben, die dann wieder nach Hause gehen müssen, und bei der Frage, wie wir denen, die Schutz brauchen, helfen können, eine große Übereinstimmung zwischen Deutschland und der Schweiz gibt. Im Übrigen auch eine sehr intensive fachliche Zusammenarbeit zwischen den Ministern. Wir müssen natürlich auch die Fluchtursachen bekämpfen. Terror und Krieg, politische Verfolgung und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit. Im November ist in Malta ein Gipfeltreffen mit unseren afrikanischen Partnern geplant. Und Ziel ist es dabei, die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu verbessern, gemeinsam gegen Schleuser vorzugehen, Wege zu finden, wie abgelehnte Asylbewerber auch wieder zurück in ihre Länder gelangen. Grundsätzlich gilt aber eben, wer politisch verfolgt ist, erhält in Deutschland Asyl. Es besteht ein Anspruch auf ein faires und rasches Verfahren und auf einen Aufenthalt bei uns ohne Angst und Bedrängnis. Und wir waren uns heute und haben das auch in der Pressekonferenz noch einmal deutlich gemacht, auch einig: Die Ausschreitungen gegenüber Flüchtlingen sind ganz und gar inakzeptabel. Straftäter werden die gesamte Härte unserer Gesetze zu spüren bekommen. Es geht hier um die Frage, ob wir unsere europäischen Werte, denen wir uns verpflichtet fühlen, nur in unseren Reden Raum geben oder ob wir es auch tun, wenn wir praktisch zum Handeln gefordert sind. Meine Damen und Herren, es zeigt sich klar und deutlich, dass so verschieden die aktuellen Herausforderungen auch sind, sie alle eine gute Zusammenarbeit erfordern. Und ich darf sagen, mit der Schweiz besteht eine hervorragende Zusammenarbeit, bilateral, trotz einiger Probleme, die immer noch zu lösen sind, aber wir müssen ja auch für irgendwas da sein als Politiker, europäisch und international. Ihr Land ist uns ein enger Freund und ein verlässlicher Partner. Wir haben gemeinsame kulturelle Wurzeln, wir teilen fundamentale Werte und Prinzipien, unsere Normen sind sich in vielem ähnlich. Etliches aus dem Regelwerk der EU findet auch in der Schweiz Anwendung. Wir betrachten mit großem Respekt das historisch gewachsene Neutralitätsbewusstsein der Schweiz, ebenso die große Identifikation ihres Landes mit ihrem Staat und ihre Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen einzusetzen. Etwas ganz Besonderes sind natürlich die starken Elemente der direkten Demokratie, die den politischen Kurs des Landes beeinflussen. Das gilt natürlich auch für die Frage, wie und in welchem Grad die Schweiz sich in internationale und supranationale Organisationen einbindet. Und das gilt natürlich auch für die Fragen, die mit dem Volksentscheid vom 14. Februar 2014 verbunden sind. Zu den laufenden Konsultationen zwischen dem Schweizer Bundesrat und der Europäischen Kommission ist es gut, und ich habe das heute ausdrücklich betont, dass beide Seiten im Gespräch sind. Wir unterstützen diesen Dialog. Dieser Dialog sollte in großer Offenheit geführt werden und in dem Willen, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wir sollten zugleich immer vor Augen haben, dass das Freizügigkeitsprinzip ein fester Bestandteil unseres europäischen Binnenmarktes ist. Wir wollen alle eine Schweiz, die unverwechselbar schweizerisch ist und bleibt, aber auch möglichst eng an der Seite der Europäischen Union steht. Ich bin nun heute immer wieder in der Pressekonferenz, wo wir beide gefragt worden, wie wird das enden? Und da darf ich nur sagen, Politik hat immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man einem guten Geist mit dem Willen, Lösungen zu finden, ein dickes Brett bohrt, dann ist die Chance, eine Lösung zu finden, sehr, sehr groß. Die Spannung liegt gerade darin, dass man am Anfang des Prozesses noch nicht weiß, wie die Lösung am Ende aussieht. Da ich hier aber an einer Universität bin und Sie sozusagen das in Ihrer täglichen Arbeit erfahren, sonst wäre Wissenschaft nicht spannend, wenn man immer schon wüsste, was rauskommt, sind Sie sicherlich auch guten Mutes, dass wir durchaus Chancen haben, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Deutschland möchte das jedenfalls. Damit komme ich dann auch auf Albert Einstein zurück. Von ihm sind viele prägnante Aussagen überliefert. Einige davon waren in Deutschland während des Einstein-Jahres 2005 an öffentlichen Gebäuden zu lesen. Am Bundesministerium für Bildung und Forschung stand damals, ich zitiere: Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen.
Dies gilt in der Wissenschaft genauso wie in der Politik. Das Wichtigste ist, auf der Suche nach guten Antworten zu bleiben, wohl wissend, dass auch bei Erfolg sich am nächsten Tag schon wieder neue Fragen stellen. Und so bin ich nun auch sehr gespannt auf das Gespräch mit Ihnen. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung und die Ehrendoktorwürde. Merci beaucoup, mille grazie. Grazie a Fitch. Frau Bundeskanzlerin, ganz herzlichen Dank für Ihre Rede, für den Optimismus, den Sie darin zum Ausdruck gebracht haben, aber auch für die Bedenken, die Schwierigkeiten, die uns alle im Moment beschäftigen. Und wir sind natürlich sehr froh, wenn man das weiterhin partnerschaftlich verfolgen kann. Nun hat die Frau Bundeskanzlerin sich bereit erklärt, eben Fragen zu beantworten. Sie wissen das. Sie hat auch spezifisch gewünscht, dass jüngere Mitglieder dieser Versammlung solche Fragen stellen können. Und ich bitte Sie nun, diese Fragen zu stellen. Haben wir einen? Niemand? Ja, sorry, ich sehe schlecht. Bitte, der Herr hier, ja. Ja, also ich habe eine Frage zu einem Thema, über das Sie heute eigentlich nicht gesprochen haben. Und zwar geht es um die Neuwahlen in Griechenland. Und dazu wollte ich Sie fragen, ob Sie das Gefühl haben, dass die Europäische Union ihre Sparpolitik gegenüber Griechenland immer noch genauso fortführen kann wie bisher, falls Alexis Tsipras die Wahl gewinnt. Also ich glaube, dass wir ja jetzt eine Situation in Griechenland haben, die deshalb klar ist, weil wir einen Programmabschluss, oder nicht einen Programmabschluss, aber einen Abschluss der Verhandlungen über ein drittes Programm hatten. Und der Ministerpräsident Alexis Tsipras hat ja extra gewartet mit jeglicher Ankündigung von Neuwahlen, bevor nicht dieser Prozess inklusive der Auszahlung der ersten Tranche auch abgeschlossen war. Er hat sich immer wieder auch dazu bekannt, dieses Programm, so wie es vereinbart ist, jetzt auch umzusetzen. Und ich will vielleicht, weil in Ihrer Frage anklang, dass Sie in diesem Programm im Wesentlichen Sparbemühungen sehen, doch noch mal erklären, dass dieses Programm sehr viel umfänglicher ist und nicht im Wesentlichen auf das Sparen ausgerichtet ist. Ich meine, eine gewisse Solidität in der Haushaltsführung ist notwendig, um sich wieder Vertrauen zu erarbeiten und Menschen auf der Welt zu finden, die einem Geld leihen. Griechenland hatte eine Zeit, als es ein Staatsdefizit, ein Defizit von 15% hatte. Und damals waren die Zinsen auch dementsprechend hoch und Griechenland konnte sich kein Geld mehr leihen. Und das ist dann eine schlechte Situation und da hat die europäische Solidarität gegriffen. Aber es geht im Kern in Griechenland bei dem dritten Programm um vor allen Dingen auch strukturelle Veränderungen, um die Frage von Privatisierungen, von sehr viel Staatseigentum, um die Frage, wie man besser Steuern einziehen kann, wie man die Korruption bekämpfen kann, wie man die Banken wieder in Ordnung bekommt und mehr Transparenz dort hineinbekommt. Und zum Teil sehr einfache Dinge auch, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen können, wie man zum Beispiel Produktmärkte öffnet. Also wo kann man welche Produkte kaufen? In Griechenland, als wir das erste Programm begannen, war es zum Beispiel, dass man Babymilch nur in Apotheken kaufen konnte. Das ist dann natürlich für die Apotheken also Milchpulver. Und das ist natürlich für die Apotheken ein relativ gutes Geschäft. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es relativ teuer. Und solche Öffnung von Produktmärkten sind eben sehr, sehr wichtig. Und deshalb liegt der Schwerpunkt der Aufgaben eben darin, auch vor allen Dingen den Grund dafür zu legen, dass Wirtschaftswachstum entstehen kann, dass aus diesem Wirtschaftswachstum wieder Arbeitsplätze entstehen und das alles dann so, dass auch eines Tages Griechenland sich wieder Geld leihen kann für die notwendigen Ausgaben. Also ich glaube, dass egal wie die Wahl ausgeht, wir eine
vernünftige Chance haben, ich sage es ganz vorsichtig, dass dieses Programm umgesetzt wird. Weitere Frage? Ja, bitte. Herr Thom. Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage zur Flüchtlingspolitik. Wann wird das Thema an oberster Stelle der europäischen Agenda stehen? Sie sprachen von einem Treffen mit den amerikanischen Freunden in Malta im November. Und dann noch eine Frage, die uns hier interessiert, weil wir uns auch mit Politik und Verwaltungswissenschaft an der Uni Bern befassen. Sie sprachen in Deutschland davon, es gäbe das gründliche Deutschland und wir brauchen jetzt das flexible Deutschland. Wie ist das zu interpretieren, die Flexibilität in der Auslegung von Schengen, Dublin und anderen internen Verordnungen? Nein, das ist ein Missverständnis. Also wir treffen uns mit unseren afrikanischen Partnern, um hier auch über die Fluchtursachen zu sprechen. Und ich glaube, dass die faktische Lage so ist, dass das Thema der Flüchtlinge im Augenblick das beherrschende europäische Thema ist. Wir müssen jetzt Lösungen finden und diese Lösungen müssen im Geist der europäischen Solidarität gefunden werden. Wir alle haben die gleichen Werte. Wir alle haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Und es ist dann einfach so, dass wir uns auch daran halten müssen. Wir sehen, dass faktisch das Dublin-Abkommen nicht greift, weil die Mehrzahl der Flüchtlinge kommt in zwei Ländern an, in Griechenland und in Italien. Und zwar mit einer doch großen Wucht angesichts insbesondere der sehr, sehr komplizierten Lage in Syrien. Und wir können natürlich die Länder, die an der Außengrenze liegen, jetzt mit dieser Aufgabe nicht alleine lassen. Aber genauso wenig kann man die Länder, die dann ihren Verpflichtungen aus der Genfer Flüchtlingskonvention nachkommen, zum Beispiel Österreich, Schweden oder Deutschland, aber kann man dann alleine lassen mit dieser Aufgabe. Das heißt, wir müssen ein neues System einer gemeinsamen Asylpolitik finden. Dass es eine gemeinsame Asylpolitik gibt, das ist ja bereits in den europäischen Verträgen angelegt. Und ich bin eben auch sehr froh, dass wir heute festgestellt haben, dass von den Prinzipien her hier wir auch eine große Gemeinsamkeit haben. Jetzt zu der Frage, was habe ich mit der Flexibilität und der Gründlichkeit gemeint? Da ging es nicht um die Frage, ob wir das europäische Recht anwenden. Da bemühen wir uns auf das Beste. Sondern es ging um die Frage, was wir angesichts von 800.000 Flüchtlingen und Asylbewerbern tun. Und da gibt es eine Vielzahl von praktischen Fragen. Wenn alle diese ankommenden Flüchtlinge in kurzer Zeit eine Gesundheitsuntersuchung machen müssen, dann müssen sie darüber nachdenken, ob auch ein Augen- oder ein Hautarzt solche Untersuchungen durchführen kann oder ob es nur Allgemeinpraktiker sein können, die vielleicht per Verordnung festgeschrieben sind. Wenn Sie Kasernen haben, in denen bis vorgestern noch Soldaten aus den Vereinigten Staaten oder deutsche Soldaten gelebt haben und die hatten eine Übergangsbestimmung im Brandschutz, und eine Übergangsbestimmung bei der Höhe der Geländer und plötzlich ziehen die aus und dann verfällt diese Übergangsbestimmung und da muss die gesamte Kaserne renoviert werden, auf den neuesten Brandschutz gebracht werden. Und wenn Sie dann die Frage haben, ob Sie stattdessen die Flüchtlinge in Zelten unterbringen, wo die Brandschutzverordnung in Deutschland noch nicht detailliert ausgearbeitet ist, oder ob Sie vielleicht den Bestandsschutz in der Kaserne im Brandschutz noch etwas verlängern, dann ist das zu regeln. Wenn ein drittes Beispiel, da höre ich auf, ich könnte Ihnen 100 nennen, wenn Sie eine Bauordnung haben für Gewerbegebiete, aber plötzlich feststellen, dass es mit dem geltenden Emissionsschutzrecht nicht zusammenpasst, dann müssen Sie vielleicht irgendeinen Weg finden, damit Sie dann eine Unterkunft für Asylbewerber da auch erbauen können. Wir haben lange Auslegungsfristen für jeglichen Bauplan. Wir haben Transportvorschriften für Schwertransporte, falls man irgendeine Betonbehausung ein Stück transportieren muss, die immer von der Polizei begleitet sein muss, die aber dann im Augenblick, die wird die Polizei woanders gebraucht. Und eine ganz einfache Sache, die deutschen Polizisten sind im Augenblick unentwegt mit dem Ausstellen von Strafbescheiden befasst für den illegalen Übertritt der Grenze. Da die gleichen Flüchtlinge aber, wenn sie aus Syrien kommen, binnen weniger Wochen vielleicht eine Aufenthaltserlaubnis für immer haben, muss man überlegen, wie man den illegalen Übertritt der Grenze nicht so durchführt, wie man ihn immer durchgeführt hat und damit die Staatsanwaltschaften zuschüttet, muss man sagen, und die sich nicht um ihre eigentliche Arbeit kümmern können. Da geht es jetzt um Flexibilität. Und ich glaube, das leuchtet jedem ein, der mal vom Menschen aus denkt.
Weitere Fragen, wie gesagt, hoffentlich aus dem jüngeren Segment. Dankeschön. Ja, ich habe eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Wie schätzen Sie die Sicherheit in Europa ein? Und wie ist Ihrer Sicht nach die Organisation der Sicherheit in 20 Jahren? Gibt es einen europäischen Sicherheitsverbund oder ist es eher die Nationalstaaten, die immer noch eine eigene Armee unterhalten? Wie sehen Sie das? Also wir haben ja, ja die europäische Sicherheit und die Sicherheit der Europäischen Union sind ja noch jetzt nochmal zwei verschiedene Dinge. Wir haben, glaube ich, ein großes Interesse auch an einem gesamteuropäischen Sicherheitsraum, zu dem im Grunde auch Russland gehört, der also weit über die Grenzen der Europäischen Union hinausgeht. Und deshalb ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ja auch von so großer Bedeutung. Und ich freue mich eigentlich, dass sie eine gewisse Revitalisierung jetzt über diesen schrecklichen Ukraine-Konflikt bekommen hat, aber sich doch noch einmal auch in der aktuellen Zeit bewähren kann, nachdem der Vorläufer ja nun wirklich auch seinen Beitrag geleistet hat zur Überwindung des Kalten Krieges. Was jetzt die Sicherheitszusammenarbeit in der Europäischen Union selbst anbelangt, so gibt es ja eine Vielzahl von Teilen, wo wir auch schon Souveränität abgegeben haben, zum Beispiel Schengen mit der Sicherung der Außengrenze. Das ist ein großer Vertrauenspunkt und deshalb ist auch die Frage der Asylbewerber im Augenblick eine so wichtige Frage, weil eben der Schutz der Außengrenzen nicht mehr von jedem Land einzeln gemacht wird, sondern weil man sich auf die anderen verlassen hat, die an den Außengrenzen der Europäischen Union liegen. Und das ist, wie man jetzt an den aktuellen Ereignissen sieht, natürlich ein weitgehender Vertrauensbeweis gewesen. Jetzt fragen Sie, wie sieht die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus in einigen Jahren? Es wird sehr viel engere Verzahnungen geben. Ob es in 20 Jahren keinerlei nationalstaatliche Armeen mehr geben wird, das vermag ich nicht zu sagen. Dass ich sehe sozusagen die vollständige Bildung einer europäischen Armee im Augenblick noch nicht, gerade auch aus der deutschen Perspektive. Wir haben einen Parlamentsvorbehalt. Wir haben Verfassungsgerichtsurteile, die schon auch definieren, was ist der Kernbestand eines Nationalstaates. Zudem gehört in gewisser Weise nach der Rechtsprechung auch die Verteidigungsfähigkeit hinzu, auch die Sozialstaatlichkeit. Das heißt, wir stoßen hier auch an Grenzen, die sehr viel weitergehende Schritte dann erforderlich machen würden, also eine wirkliche Veränderung auch des deutschen Grundgesetzes. Das heißt, ich glaube, wir sollten jetzt unsere praktische Kooperation weiterentwickeln. Wir haben deutsch-dänisch-polnische Korps, wir haben deutsch-französische Brigaden, wir sind zum Teil gemeinsam in internationalen Einsätzen und so glaube ich, wird man auch Schritt für Schritt in der Rüstungsindustrie näher zusammenwachsen. Durch EADS haben wir ja schon einen solchen Beweis geliefert. Es wird jetzt ein neues großes Unternehmen geben, Deutschland, Frankreich im Panzerbereich. Also das wird sich kontinuierlich entwickeln an jetzt, ich sehe jetzt vor mir noch nicht die ganz großen, völlig qualitativ neuen Sprünge, aber ich glaube, dass die vor allen Dingen wichtig ist, den gemeinsamen politischen Willen zu dokumentieren und die gemeinsame Sichtweise auf die jeweiligen Herausforderungen. Und dass die Europäische Union es zum Beispiel geschafft hat, in der Sanktionspolitik gegenüber Russland immer einig zu sein, von Zypern bis zum Baltikum, das ist alles andere als selbstverständlich, wenn man die verschiedenen Geschichten und auch die verschiedenen Verwebungen kennt. Und so muss man sich immer wieder hart um die Einigkeit der Europäischen Union bemühen, jetzt in diesen Monaten in der Flüchtlingsfrage. Und das wird auch wieder eine sehr komplizierte Aufgabe sein. Was mich positiv stimmt, ist, dass wir bis jetzt das ja noch immer irgendwie geschafft haben, eine Lösung zu finden. Es wird mit 28 Mitgliedstaaten nicht einfacher, als es mal mit 6 war. Kann man sich auch vorstellen, aber wir arbeiten dran. Da sind wir dankbar. Weitere Fragen? Ja, wir wollen Sie da auch in unserer Nähe haben, ja. Bei allem Respekt vor der... Wir sind gern in Ihrer Nähe. Weitere Fragen? Sie müssen sich hier melden, ich sehe da im Schein... Ja, hier dort vorne hinten. Zum Beispiel ist jemand, den ich sehe, aber dann Sie sehen da hinten ich jemanden. Ich sehe da hinten einen Herrn und dann da vorne, wer immer das war, soll sich wehren. Hier, direkt vor Ihnen. Ah, bitte. Jetzt brauchen Sie noch ein Mikrofon.
Ja, dann kann ich ja währenddessen meine Frage stellen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es gerade angesprochen, die Einigungen in der Europäischen Union sind immer schwierig und brauchen Zeit. Gerade aber jetzt mit dem großen Andrang an Flüchtlingen brauchen wir eigentlich schnellere Lösungen. Ich wollte Sie fragen, wo Sie ganz konkret eine mögliche Einigung in der Flüchtlingsfrage sehen auf europäischer Ebene und wann glauben Sie, dass diese möglich sein wird? Welche wichtigen Schritte und gegebenenfalls auch Treffen sehen Sie da, um hier zu einer Einigung zu kommen? Ja, ich glaube, dass die Marschroute auf dem Tisch liegt. Die Innenminister und auch die Staats- und Regierungschefs haben das unterstützt, haben gesagt, wir brauchen europäische Zentren der Registrierung von Flüchtlingen, sogenannte Hotspots in Griechenland und in Italien vorrangig. Man kann auch überlegen, ob Ungarn noch dazu kommt. Die müssen europäisch betrieben werden, weil die Länder alleine dazu nicht in der Lage sein werden. Und diese Hotspots müssen dann in diesen Registrierungszentren müssen auch Entscheidungen gefällt werden. Das bedeutet dann auch, dass man einheitliche Standards hat. Wer verdient Schutz und wer muss zurückkehren in das Heimatland? Wenn dann diejenigen, die dieses Schutzes bedürfen, müssen nach meiner festen Überzeugung, aber auch nach der Überzeugung Frankreichs und anderer Länder, dann fair auf die einzelnen Mitgliedstaaten verteilt werden. Und hier heißt das Wort fair im Grunde einen Weg zu finden, wie man Größe des Landes, Wirtschaftskraft des Landes, Probleme des Landes, was Arbeitslosigkeit anbelangt zum Beispiel, vernünftig gewichtet. Um darüber Erfahrungen zu finden, hatten die europäischen Innenminister bereits 40.000 Flüchtlinge im Bereich der Flüchtlinge und 20.000 im Bereich des sogenannten Resettlements, also ein Kontingent von Flüchtlingen, die nach Europa kommen, versucht zu verteilen zwischen den Ländern. Die Schweiz hat sich hier freiwillig auch mit eingebracht und man hat die Zahl noch nicht ganz erreicht, aber man hat da schon ein paar Erfahrungen auch machen können und das müssen wir jetzt machen. Generell, denn wir können ja nicht von außen vorgeben, wie viele Bürgerkriegsflüchtlinge an den Außengrenzen Europas ankommen, sondern wir müssen dann bereit sein, das als grundsätzliches Prinzip zu akzeptieren. Gleichzeitig brauchen wir einen gemeinsamen Kampf gegen Fluchtursachen und so stelle ich mir das vor. Am 14.09. wird es einen Innenministerrat geben und bei diesem Innenministerrat wird das diskutiert werden und im Anschluss werden sich die Staats- und Regierungschefs spätestens in der ersten Hälfte des Oktobers damit auch befassen. Ja, bitte. Und je schneller die Einigung kommt, umso besser natürlich, weil das Problem ja erheblich und drängend ist und die Situation, wie wir es ja jetzt in diesen Tagen auch sehen, so sehr, sehr schwierig ist und wir müssen uns auch fragen, wie der Rest der Welt über die Europäische Union denkt und ich habe es ja erst auch gesagt, unsere Werte können nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sie müssen auch praktisch realisiert werden. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben die 800.000 Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland erwarten, angesprochen. Mich würde interessieren, dieser Fremdenhass, den nicht nur in Deutschland, auch in der ganzen EU jetzt bei manchen ein Teil der Gesellschaft aufblüht. Gibt es Wege, ihn zu bekämpfen? Gibt es Wege, in den Köpfen der Menschen da anzusetzen? Und mich würde Ihre persönliche Einschätzung interessieren. Sorgen Sie sich, dass diese Eskalation praktisch mehr wird durch die mehrere Anzahl an Flüchtlingen, die jetzt zu erwarten sind in Deutschland und der EU? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier sehr hart zu sagen, dass es gegenüber solchen Entscheidungen null Toleranz gibt. Wir haben in Deutschland ja auch eine Debatte oder manche debattieren über die Frage Ost und West und was weiß ich. Ich glaube, man muss ganz einfach sagen, es gibt Grundprinzipien im Umgang von Menschen miteinander und jeder hat eine faire Behandlung und dann auch faire Verfahren verdient und auch diejenigen, die abgelehnt werden als Asylbewerber, weil sie eben keine Schutzgründe vorweisen können, haben das Recht auf menschenwürdige Behandlung.
Und indem wir hier eine ganz klare Grenze ziehen und auch, wie gesagt, keinerlei Toleranz zeigen, glaube ich, können wir auch die, die vielleicht manchmal in Versuchung kommen, ob es nicht doch Gründe gäbe, irgendetwas vorzubringen, davon abhalten, mit denen, die nur noch hasserfüllt sind, mitzulaufen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einfach diejenigen, die positiv reagieren, die vielen, vielen und die ja glücklicherweise viel, viel mehr sind, dass man denen durch Berichterstattung, durch Multiplizierung, durch Weitersagen einfach Mut macht und sagt, das ist das Richtige, das ist das Bild, was wir von uns haben und das ist auch die Realität, wie sie bei uns ist. Und dafür gibt es glücklicherweise in Deutschland, neben dem, was man auch an schrecklichen Bildern gesehen hat, so viele gute Beispiele. Und ansonsten ist es einfach die Aufgabe, daran zu gehen und zu sagen, wir können das schaffen, wir werden das schaffen. Wir gehören zu den wohlhabendsten Ländern auf der Welt. Wir haben gerade als Deutsche doch Zeiten erlebt, da waren wir nicht das Land, in das man unbedingt kommen wollte. Das ist ein Glück für uns, dass heute Deutschland ein Land ist, mit dem Menschen auch Hoffnung verbinden. Wir haben so ein geschichtliches Glück gehabt mit der Wiedervereinigung. Als ich 30 war, habe ich mir das noch nicht träumen lassen. Und da hat die Welt uns geholfen und hat nicht die Angst überwinden lassen, was wird aus einem größeren Deutschland. Und heute sind wir in der Verantwortung. Und es ist so, wir können uns nicht abkoppeln von den Dingen der Welt. Wir reden so oft über Globalisierung und jetzt erleben wir ein Stück davon. Und damit müssen wir fertig werden, sonst wären wir auch nicht mit der Zukunft insgesamt fertig. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir kommen zur letzten Frage. Wer will die stellen? Wir haben noch keine einzige weibliche Person gehabt. Das hat nichts mit mir zu tun. Anmerken darf. Also welche Dame würde sich hier... Ich wollte nur die Chance. Nein, ich finde auch, absolut. Absolut. Bitte, eine Dame. Also. Ich nehme auch noch einen Mann, aber ich wollte nur eine Bresche schlagen. Es scheint... Dame, Herr Jürgen. Ganz hinten. Ja, bitte. Vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin, danke, dass ich das Wort kriege. Sie haben vorhin auch die Verantwortung von dieser ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine der Verantwortungen ist es ja aber auch, uns hier in Europa zu schützen. Und vor allem mit Flüchtlingen aus Syrien und aus diesen Ländern kommen ja noch mehr Leute mit einem islamischen Hintergrund zu uns. Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben, aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Und wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern es sind zum Teil Menschen, oft sehr junge Menschen, die in unseren Ländern aufgewachsen sind und wo wir auch unseren Beitrag leisten. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Aber da gibt es auch diese Sorgen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir
haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Und insofern finde ich diese Debatte sehr defensiv. Gegen terroristische Gefahren muss man sich wappnen. Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Bleiben Sie nur, bleiben Sie nur. Sie kriegen noch was. Frau Bundeskanzlerin, wir sind stolz, dass wir Ihnen einen Ehrendoktor verleihen konnten und dass es jetzt auch geklappt hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Diskussion auch, Ihren Vortrag, die sehr reflektierten Überlegungen zu komplexen Problemen, die uns alle beschäftigen. Und nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Sie kriegen noch was Kleines und auch Frau Bundespräsidentin, das ist für Bundeskanzlerin. Also ich weiß nicht, wenn es zu klein ist.